Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. Wir sind, keine Ahnung wo, zwischen Orania City und was auch immer. Hier links irgendein Typ, der auf und ab rennt und wir gehen jetzt hier rein. Yeah! Lasst ihr uns durch? Ja, hallo, was hast du zu sagen? Falls du nach Lavandia möchtest, empfehle ich dir den Felstunnel. Du kannst den Felstunnel von Azuria City aus erreichen. Ja, echt? Nee, ich glaube nicht. Da kommen wir auch gar nicht hin. Oder? Felstunnel? Ich weiß es nicht. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Ja, der Namensänderungs... Nee, wie heißt der? Ich weiß nicht. Der Namensbewerter, so heißt er, genau. Weit. Ah, nee, hier geht's ja noch hoch. Cool. Hi, halt, stopp, bleib stehen. Ich suche nach Nidorina. Taust du es gegen Nidorino? Nein. Da ist ein Typ mit einer Brille. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also Red, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ich glaube nicht, aber ich sag mal ja. Oh, er ist 23. Ich benötige aber 30. Schade, dann können wir noch später nochmal zurückkommen. Aber ich hätte lieber den EP-Teiler. So. Route 11, da haben wir noch nix. Oder? Doch, klar, Route 11 war Traumato. Und hier ist ein schlafendes Pokémon, das den Weg versperrt. Okay. Und wo muss ich denn jetzt lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, hoch, ein alter Mann. Wildkämpfe, ich kann dir nicht widerstehen. Ups. Gegen ihn haben wir noch nicht gekämpft. Das ist der Spieler Kunibert. Knofensa. Ich hätte so gern Feuer-Pokémon jetzt. Los, Baelish. Schaffst du das? Ich glaube zwar nicht, mach mal Biss. Ham. Haha, Knofensa schreckt zurück. Haha, schon wieder. Ich dachte, das könnte mal Baelish einen Kampf alleine austragen, aber nein. Komm, nee, so ist lieber nicht. Husa. Ja, mach nur Wachstum, nützt dir eh nix. Schnabel. Juhu. Myrapla. Nee, ich lass Husa draußen. Schnabel. Pick. Dammit, ihr blöden Viecher. Schnabel. Und wehe du bist jetzt paralysiert. Dann gibt's aber was. Aha. Sehr effektiv. Hussa! Yes. Immerhin hatte ich noch eine Chance. Aber auch nur eine winzig kleine. Hab ich den da unten schon? Nein. Offensichtlich nicht. Nimm dich für Hochspannung in Acht. Hast du Elektro? Oh, du bist... Ach ja, genau. Mechaniker Hasso. Wuff, wuff, oder wie? Magnetilo, Magnetilo. Los, Sus. Oh. Schaufler. Ein Glück hat Magnetilo eine Doppelschwäche gegen Bodenattacken.
Schaufler viermal so stark macht wie normal. Bale statt Level 15 erreicht. Juhu! Magnetilo! Nein, danke! Bitte nochmal eingraben. Ach, Deckel du nur, du triffst uns eh nicht. Ich brauch was trinken. Yeah, und Magneton. Nee, lieber nicht. Das ist ja gefeit gegen Elektroattacken, ist lasse ich ihn draußen. Und er ist natürlich auch gut mit seinem Schaufler. Schade, dass wir Lauron nicht mehr haben, den hätte ich ehrlich gesagt viel lieber als Sus. Aber Sus ist auch gut, der... Ja, hat zwar nicht so einen tollen Attackenpool, aber geht auch. Also, Schaufler haut ja rein und das reicht eigentlich. Ist zwar so eine... Zwei-Stufen-Attacke, also Zwei-Runden-Attacke, die... im Spieler-gegen-Spieler-Kampf eigentlich ziemlich schlecht ist, wenn man die halt so gut vorhersehen kann, aber... Naja. Beim normalen Spielen geht's. So, wo soll ich denn jetzt lang? Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung. Soll ich... Muss ich durch die Lichterhöhle? Ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Blub, blub, du, du, dum. Yes! So. Dann gehe ich mal durch Dickdas Höhle durch und guck, ob ich da weiterkomme. Mist, falsch gegangen. Habe ich noch Schutz? Das müssen wir natürlich vorher drauf machen, weil ich habe keinen Bock, da und gegen Dickdas zu kämpfen. Andere Richtung hier. Natürlich habe ich keinen Schutz, wäre ja auch zu schön. Könnte ich welchen kaufen jetzt, aber da habe ich auch keine Lust. Da kann ich lieber nochmal Spalleck nach vorne machen. Dann kann er ein bisschen an den Dickdas trainieren. Mann, was laber ich denn heute für ein Mist? Dickda! Los, Spalleck! Rankenhieb! Ja, heulen ist. Nützt jetzt auch nichts, weil. Zack! Du weggebasht wirst von Ranken. So. Ah! Böses Dick da. Rankenhieb. Da hat den Vorteil, wenn man es hat, und den Nachteil, wenn man es nicht hat, dass es recht schnell ist für ein Boden-Pokémon. Also, es ist, glaube ich, eines der schnellsten. Ich mache jetzt doch wieder Baelish nach vorne. Ach, Mann, hör auf! Wieder Baelish nach vorne, weil, ach, die Dickdas sind nicht so stark, dass er nicht eine Runde dagegen überlebt. Ach, da hat er was dabei. Items nehmen. Ach nee, ich habe mir eine Sinnelbeere gegeben. Nee, hab ich nicht. Egal. Ich denke jetzt einfach mal, dass er sie mitgenommen hat. Ah, Level 15. Da kann ich doch mal Biss einsetzen und versuchen, diesen Kampf alleine zu gewinnen, damit er auch mal ganze EP abstaubt. Oder auch nicht. Scheiße. Böse Boden-Pokémon. Böse Boden-Pokémon. Okay, das dürfte er überleben. Hoffentlich. Spalleck. Spalleck. Ja. Ein Volltreffer. Süß. Spalleck ist Level 24 jetzt. Sehr schön. Oh, wow. Gibt Dick da viele EP. Scheiße. Spalleck versucht Säure zu lernen. Was kann er denn alles? Säure.
versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Verteidigung senkt. Stärke 40. Ja, tausch mal gegen Wachstum. Schwupp. Spalleknandsäure. Sehr schön, noch eine offensive Giftattacke. So, Tränke sind dran. Was? Sternstaub. Ach, von hohem Wert hätte ich verkaufen können. Hm, naja, egal. Trank für Spalleck. Und nochmal ein Trank. Und ein super Trank für Baelish. Jupido. Kommen wir eigentlich raus? Westlich, nee, südlich von Moria City. Level 19. Das wird er wieder nicht schaffen. Toll. Ich hätte wirklich sehr gerne ausweglos von Dicta wild verhindert Wechsel. Ach du Scheiße. Oh nein, bitte nicht. Und es sind nützliche Schaufler. Oh nein, bitte nicht. Ich kann das nicht austauschen. Oh Gott. Super Trank. Ich will ihn nicht verlieren. Nicht schon wieder. Ein. Intensität 10. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh nein, 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 nein. Baelish. Scheiße. Getötet von einem wilden Dicta. Rache. Rache! Wieso habe ich Blubber eingesetzt? Wieso nicht Aquaknarre? Das wird schon reichen. Rache! Stirb, du blödes Vieh! Scheißdreck, ey. Oh, das habe ich gar nicht gewechselt. Oh Mann! Ja, sus. Schaufler. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Boden-Pokémon gegen Bodenattacken nicht so verletzlich sind. Aber ist mir jetzt auch egal. Scheiße, ich wollte so gerne ein schönes Snowbilly-Cut aus Baelish machen. Oh, Intensität trifft auch Leute, die eingegraben sind. Juhu. Sterb, genau. Fuck. Nein, ich hasse Dickdas ab sofort. Verzieh dich, du Arschkeks! Ich will weg. Flucht. Scheiße. Ausweglos ist eine blöde Fähigkeit. Felsgrab. Trifft nicht, natürlich nicht. Ah! Und die Genauigkeit sinkt. Natürlich, hör auf mich zu trollen, du blödes Vieh. Schlitzer! Komm ich jetzt bald mal hier raus? Mann. Ich verhute erstmal einen trinken. Also Wasser natürlich. Krankenhieb. Nein. Hör auf mit deiner scheiß Intensität. Volltreffer. Na klar. Tschüss. Blödes Vieh, elendes. Ja. Hallo? Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Felstunnel? Wir sind doch in Dicktas Höhle. Und jetzt wieder auf Route 2. Yay, not...
Hallo? Ich gebe erstmal sicherheitshalber Spollig einen Supertrank. So. Und was da drin ist, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüss.